Jo, ich stelle die Frage. Warum hast du vor der... Ja, ja, die drei haben Spaß. Die Wetzlarer Boygroup um Tobias Reichmann, Kevin Schmidt und Steffen Veeth zeigt bei Fans Fragen, Spieler packen aus, dass die Einlage der Teamkollegen für den WM-Motivationsfilm kein Zufall war. Apropos WM, bei diesem Thema werden die Beteiligten mal ernster. Ja, ich denke, das ist eine große Ehre für einen, fürs eigene Land zu spielen und dann auch halt bei so einem großen Ereignis bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, dann auch das erste Mal. Und ja, es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Man war immer, oder ich war immer ziemlich aufgeregt bei der Nationalhymne, hatte dort Gänsehaut und habe mich immer auf die Spiele riesig gefreut. Naja, allein schon beeindruckt hat mich bei jedem, aber wenn er ein Tor schießt, wieder die ganze Mannschaft dabei ist und mitfiebert sozusagen. Und ja, das sind dann so Momente, da merkt man einfach, wie groß der Zusammenhalt ist. Die HSG Wetzlar stellte mit 3 Nominierten die meisten Spieler im WM-Aufgebot von Bundestrainer Martin Heuberger. Ein tolles Erlebnis in Spanien für die Debütanten. Sportlich, nicht kulinarisch, denn im Hotel gab es fast immer Spaghetti Bolognese. Schwer erträglich für Hobbykoch Tobi Reichmann. Spaghetti Bolognese habe ich nicht mehr gegessen. Ich habe meine ganzen Nudelprodukte aus der Küche verbannt und weggeworfen. Und solche WM-Erlebnisse scheinen zu wirken und zusammenzuschweißen. Wenn ihr zu dritt auf einer einsamen Insel stranden würdet, welche drei Dinge würdet ihr mitnehmen? Ja, also meine wichtigsten zwei Dinge sind ja schon dabei, Tobi und Steffen. Und dann brauche ich nur noch einen Computer. Was würdest du mitnehmen? Eine Frau wäre ganz gut. Schneid es auch mal raus. Ich glaube, ich würde mein Handy mitnehmen. Auf einer Insel, ja. Ein Handy auf einer Insel ist immer sehr gut, wenn man da viel Empfang hat, ja. Ich nehme einen Grill mit. Dann nehme ich das Messer mit zum Jagen. Und ich nehme das Fleisch mit. Ein besonderer Hype in der Spanienzeit entstand rund um Sunnyboy Kevin Schmidt. Der 24-Jährige überzeugte vor allem mit seiner Coolness vom 7-Meter-Punkt. Hattest du kein bisschen Schiss, während der WM die 7 Meter zu werfen? Und warum wirfst du eigentlich fast alle 7 Meter nach links unten? Ja, zum ersten Teil der Frage. Also Schiss, ich glaube, dann ist man da fehl am Platze. Ich werfe es in der Bundesliga auch. Und ja, so ein großer Unterschied ist es dann auch nicht, bei einer WM zu werfen. Natürlich zittert das Händchen schon ein bisschen mehr als im Bundesligaspiel, weil es einfach eine größere Bühne ist nochmal. Ich denke, jeder Spieler hat so seine 3-4 Varianten von der Linie oder auch aus dem Feld. Und bis jetzt hat es ganz gut geklappt, links unten. Und aber liebe Torhüter, das heißt nicht, dass ich immer dahin werfe. Bei Rechtsaußen Tobias Reichmann, der vor der Saison vom THW Kiel nach Hessen wechselte, ist vor allem die Sprungkraft faszinierend für die Handballfans. Ich bin leidenschaftlicher Maisesser. Vielleicht hilft das. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja gute Gene von meinen Eltern vielleicht bekommen und habe mich immer gerne bewegt in den Urlauben mit Oma, Opa und mit meinen Eltern. Die wollten mich immer tot bekommen, aber lagen dann selber auf der Couch und haben geschlafen und ich bin noch im Bett rumgehüpft. Die HSG Wetzlar spielte eine überragende Hinrunde in der DKB-Handball-Bundesliga. Nicht der einzige Grund für die drei, um in Hessen zu bleiben. Nach dem persönlichen Liebesbekenntnis zueinander folgt jetzt noch der Treueschwur zum Verein. Was sind denn gute Gründe, um in Wetzlar zu bleiben? Und wann unterschreibt ihr den Vertrag für die nächsten 5 Jahre bei der HSG Wetzlar? Naja, gute Gründe sind das familiäre Umfeld, dass es einfach Spaß macht, in der Mannschaft zu spielen, weil wir eine geile Truppe haben. Wir fühlen uns ja alle sehr wohl in Wetzlar und die Zukunft wird zeigen, was da auf uns zukommt. Die drei machen Spaß. Uns, der HSG Wetzlar und in Zukunft bestimmt auch noch der deutschen Handballnationalmannschaft.